Wenn sie dann so reinkamen, ja. Da war da ein Fenster und da schöne Gardinen dran, so Scheibengardinen. Und hier in der Ecke war die Eckbank, gepolsterte Eckbank mit dem Tisch und zwei Stühlen. Das war das Fenster und da stand so schräg, wie ich hier der Fernseher habe, eine Vitrine, ne, ganz aus Glas oben, aber alles schon so Snippes-Zeug drin und Gläser und so. Nur unten konnten wir was reinlegen. Dann standen die drei Betten nebeneinander und dann dahinter war der Wasch, so, wo man sich so waschen konnte. Zur Toilette musste man raus und auch baden, das war gleich nebenan. Da musste man sich aber teilen mit anderen aufzählen. Muss man immer sagen, wann man vielleicht baden wollte oder so. Also auch richtig baden in der Wanne? Ja, das war nur eine Wanne, keine Dusche. Ja, und dann der große Kleiderschrank. Ja, und die Garderobe, das war ziemlich groß. So eine begehbare. Und dieses Zimmer war nur für Sie drei? Ja, das war ihr, aber eigentlich nur für zwei. Manche haben sogar eine nur drin gewohnt. Also ich habe kein Zimmer gesehen, interessierte mich auch nicht. Die hatten sich eingerichtet, alles aus der Effektenkammer. Teppiche, dicke Teppiche, und ganz modern. Also richtiges, tolles Heim. Ne, wir hatten also was drin stand. Aber später, als ich dann aus dem Lazarett wiederkam, da hatte ich auf einmal eine seidene Steppdecke und da hatten die doch vorher die ganzen französischen Juden aus Frankreich rausgeholt. Und die brachten doch immer ihr Bestes. Auf jeden Fall, jeder hatte eine seidene Steppdecke. Wenn ich so aus dem Fenster guckte, da schlugen die Flammen weit aus dem Schornstein raus. Und ich hatte jemanden kennengelernt, gleich am Anfang, aber der saß. Die hatten ja auch da ein Standesamt. Und der wusste ja auch viel, ne? Der musste ja immer alles, die Toten oder was weiß ich, oder Neuankömmlinge. Und da habe ich ihn immer mal gefragt, so, ne? Da hat er noch gesagt, ja, Ramsbrück ist ein düsteres Geheimnis. Da habe ich gesagt, ja, was ist denn? Ach, da verbrennen die jetzt die ganzen Akten. Ja, vom Wegen. Wie roch das? Da habe ich noch nie, da habe ich auch zu Leni, riech mal. Ich sag, was die verbrennen da Menschen.